Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um mit uns in das Workout Nummer 5 zu starten. Ich hoffe, es geht euch allen gut und dann können wir gleich loslegen. Für das heutige Workout, was im Schwerpunkt ein Gesamtkörper-Workout sein wird mit einem kleinen Schwerpunkt auf die Schultern, benötigen wir entweder Gewichte oder wie wir es machen, ihr nehmt einfach zwei Wasserflaschen. Dann können wir auch schon mit dem Warm-up starten. Dazu fangen wir einmal an mit dem Twist. Als nächste Warm-up-Übung kommt die Oberkörperkreisung. Das heißt, ihr lasst die Hüfte starr stehen und bewegt wirklich nur den Oberkörper. Als nächste Übung ist das Armkreisen. Wir beginnen diesmal von hinten und steigern dann langsam rückwärtig das Tempo. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal vorwärts. Stellt dann gleichzeitig die letzte Warm-up-Übung für das heutige Programm dar. Und auch hier werden wir wieder langsam schneller. So, damit wäre auch schon die Warm-up-Phase abgeschlossen und wir starten direkt durch mit unserem Hauptprogramm. Wir werden als erste Übung eine Variation der Burpees durchführen, und zwar in dem Falle die einbeinigen Burpees. Wir starten mit dem rechten Bein und los geht's. Achtet auch hierbei darauf, dass ihr den Körper ablegt, dann das Bein wieder zu den Füßen führt, einen Sprung durchzieht und euch dann wieder auf den Boden legt. So. Die nächste Übung ist dann ein Liegestütz. Dazu legen wir uns alle auf die Matte. Hier habt ihr auch wieder den Augenmerk auf dem Bauch. Versucht hier die Spannung zu halten und los geht's. Wem das Ganze zu schwer wird, der kann auch in eine etwas leichtere Variante der Liegestütze gehen und dazu einfach auf die Knie gehen. Als nächste Übung kommt das Klappmesser. Dazu legen wir uns alle in Rückenlage und versuchen, die Arme zu den Füßen zu führen. Schaut dabei darauf, dass ihr das Gesicht versucht, auf Kniehöhe zu bringen. Los geht's!
So, damit hätten wir auch diese Übung geschafft. Als nächste Übung gehen wir in den Liegestützstand, machen aber keine Liegestütze, sondern öffnen Arme und Beine zur Seite nach oben und das Ganze machen wir im Wechsel. Wir starten mit rechts. Los geht's! Okay, für die nächste Übung legen wir uns auf den Boden und nehmen eine Wasserflasche in die Hand. Mit der Wasserflasche rotieren wir einmal um den kompletten Körper und übergeben sie auf Gesäßhöhe in die andere Hand. Und los! Okay, nach 20 Sekunden könnt ihr dann auch einmal die Seite wechseln und die Richtung ändern. Gut. Kommen wir zur nächsten Übung. Das ist wieder die Variation des Burpees. Diesmal der einbeinige Burpee mit der linken Seite. Und wir starten. So, für die nächste Übung gehen wir wieder in Bauchlage. Diesmal gehen wir in den Unterarmstütz und machen einfach wippende Bewegungen nach vorne und nach hinten. Und los! So, damit hätten wir diese Übung auch beendet. Als nächste Übung kommt eine Liegestützübung. Hierbei werden wir erst in den Liegestützstand gehen, einen Liegestütz machen und im Anschluss direkt einen Superman. Das heißt, wir heben den rechten Arm und das linke Bein ein und andersrum genau nochmal. Und los geht's. Nun heben wir den rechten Arm, das linke Bein, ein Liegestütz, linker Arm, rechtes Bein heben. Und so machen wir das nun abwechselnd. So, damit hätten wir diese Übung auch abgeschlossen. Als nächste Übung nehmen wir unsere beiden Gewichte, stellen uns hin
und machen die Oberarmrotation. Achtet bitte darauf, dass ihr einen 90-Grad-Winkel zwischen Unter- und Oberarm habt und dass die Ellenbogen etwas unterhalb der Schultern sind. Kommen wir zur nächsten Übung, dem Butterfly Reverse. Das heißt, wir gehen in eine leichte Kniebeugestellung, kippen den Oberkörper leicht nach vorne über und schauen dabei zu, dass wir die Schultern hinterm Rücken zusammenziehen. Achtet auch hierbei darauf, dass die Arme leicht gebeugt sind, nicht durchgestreckt sind. So, damit kommen wir auch schon zur letzten Übung dieses ersten Teils. Dazu legen wir uns alle auf den Rücken. Wir brauchen jetzt noch eine Flasche, die wir zwischen die Beine klemmen, denn jetzt kommt das Beinpendel. Achtet darauf, dass die Beine nicht komplett durchgestreckt sind, sondern leicht angewickelt sind. Und wir beginnen mit der linken Seite. Los geht's. Okay, damit wäre auch schon die erste Runde des Workout Nummer 5 abgeschlossen. Wir haben uns jetzt unsere Pause wirklich verdient. Also lockert nochmal die Muskulatur, trinkt was, wischt den Schweiß ab und dann geht's gleich in Runde Nummer 2. Zumindest sah es mir auch gerade so aus, meine Flasche, die kam mir auch immer näher. So, wir hoffen, dass ihr die Pause ein bisschen genutzt habt, um euch zu erholen, sodass wir jetzt wieder in die Runde 2 starten können. Wir starten wieder mit den Burpees. Rechtes Bein steht auf dem Boden, das linke wird angewinkelt und los geht's. So, für die nächste Übung gehen wir in die Bauchlage. Jetzt folgen wieder die Liegestütze. Und los geht's. Es gibt wieder die zwei Variationen. Einmal die etwas einfache auf den Knien
Und wer es lieber ein bisschen schwerer mag, der geht auf die Fußspitzen. Die nächste Übung sind wieder die Klappmesser. Dazu legen wir uns auf den Boden. Rücken auf den Boden. Arme sind gestreckt und werden zu den Füßen geführt. Los geht's. So, kommen wir zur nächsten Übung. Der Liegestützstand mit dem seitlichen Aufdrehen. Rechte Hand, rechtes Bein nach oben. Linke Hand, linkes Bein nach oben. Und los. Die nächste Übung ist die Unterarmrotation. Wir legen uns auf den Bauch, nehmen eine Wasserflasche und lassen sie um den Körper kreisen. Seht zu, dass ihr genug Platz habt und dann geht's los. Dann wechseln wir die Richtung. Gut, weiter geht's. Kommen wir wieder zu unseren geliebten Burpees. Diesmal nehmen wir die linke Seite. Rechtes Bein ist angewinkelt. Und dann kann es schon losgehen. So, die nächste Übung ist wieder unser wippender Unterarmstütz. Dazu legen wir uns einmal auf den Ellbogen ab. Und immer wippende Bewegung nach vorne und nach hinten. Auf geht's.
Gut, kommen wir nun zur nächsten Übung. Es ist die Kombination aus einem Liegestütz und dem Superman. Und los. Für die nächste Übung benötigen wir wieder unsere beiden Flaschen. Wir kommen jetzt zur Oberarmrotation. Dazu stellen wir uns wieder gerade hin, halten die Ellenbogen leicht unterhalb der Schultern, 90 Grad Winkel Ober- und Unterarm und los geht's. So, die vorletzte Übung sind nun die Butterfly Reverse. Den Oberkörper leicht nach vorne gekippt, die Arme sind nicht komplett durchgestreckt, leicht angewinkelt und zieht die Schulterblätter im Rücken zusammen. Last but not least gehen wir jetzt nochmal in die Rückenlage und haben noch das Beinpendel mit dem Gewicht zwischen den Beinen. Wir beginnen mit links und los. Gut. Damit haben wir den Hauptteil unseres Workouts abgeschlossen und kommen jetzt noch zu der etwas entspannteren Cool-Down-Phase, um die Muskulatur nochmal zu dehnen und nochmal zu entspannen. Und dazu gehen wir einmal auf die Matte, knien uns hin, setzen das Gesäß auf die Fußspitzen ab und machen uns einmal ganz lang mit den Armen nach vorne und krabbeln dann erstmal nach links so lange, bis wir im rechten Schulterbereich und Oberarmbereich eine Dehnung merken und dort halten wir es. Dann verlagern wir das Ganze auf die rechte Seite und auch hier wieder so weit gehen, bis ihr einen Dehnungseffekt habt und dort halten.
Für die nächste Übung gehen wir wieder mit den Händen in die Mitte, heben das Gesäß von den Fußspitzen ab, dass wir eine kniende Haltung haben und wandern mit den Armen so weit nach vorne, dass wir die Brust richtig schön zum Boden drücken können. Einmal richtig lang machen. Für die letzte Übung gehen wir einmal auf die Beine, überkreuzen die Hände, strecken die Hände ganz weit nach vorne und ziehen dabei die Schulterblätter auseinander. Okay, damit wäre dann auch die Cooldown-Phase beendet und wir sind fertig mit dem Workout. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir und bleibt am Ball, macht weiter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Schön. Sauber. Wenn euch unser Video nun gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Alle unsere Social-Media-Links findet ihr in der Infobox und das Workout vom letzten Mal findet ihr hier.